Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie der Spiegel anlässlich der Corona-Demonstration in Wien gegen die Impfpflicht und den Lockdown eigentlich so alle bekannten Propagandamittel in einen Artikel einsetzt, sodass ich es lohnenswert finde, hier ein Video zu machen darüber. Gucken wir uns den Artikel im Folgenden einmal an, oder vielmehr die Artikelbeschreibung auf der Hauptseite. Der Artikel selbst ist ja weniger wichtig, weil viele Leute runterscrollen und den Artikel gar nicht lesen, die aber die Artikelbeschreibung auf der Hauptseite überfliegen. Man kann davon ausgehen, dass jede Artikelbeschreibung um ein Vielfaches öfter gelesen wird als der Artikel selbst. Lesen wir uns die Artikelbeschreibung im Folgenden einmal durch. Körperöffnungen möglichst dicht halten. 35.000 demonstrieren mit Nazis und Querdenkern in Wien. In Österreich haben zahlreiche Menschen gegen die neuen Corona-Maßnahmen der Regierung protestiert. Impfgegner hatten zuvor gewarnt, der Staat würde aus Hubschraubern und Kanaldeckeln Geheimimpfungen verabreichen. Was ist an dem Artikel verkehrt? Spiegel Online wird jetzt sagen, es ist doch alles die Wahrheit, was wir gesagt haben. Ihr sagt Lügenpresse, stimmt überhaupt nicht. Alles, was wir hier schreiben, ist passiert. Alle Zitate sind gefallen. Das ist vollkommen in Ordnung, was wir hier machen. Wir betreiben hier eine wahrheitsgemäße Berichterstattung. Das Entscheidende ist hier, dass es sich nicht um Lüge, sondern um Täuschung handelt. Der Täuschungsbegriff ist aus meiner Sicht noch nicht weit genug verbreitet. Täuschung ist im Grunde schlimmer als Lüge. Täuschung beinhaltet die Lüge, aber nicht ausschließlich. Und man kann sogar lügen, ohne zu täuschen, indem man beispielsweise in einem kleinen Bereich lügt, dass aber der Gesamtkontext nicht verfälscht wird, also dass man eine Person nicht in die Irre führt. Also vielleicht beispielsweise kleine Notlügen. Wenn man jemanden täuscht, führt man ihn aber immer in die Irre. Täuschung beinhaltet am wichtigsten auch die Verzerrung und dabei vor allem das Verschweigen. Genau hier greift der Begriff Lüge zu kurz. Und die Täuschung in dem Artikel besteht tatsächlich aus dem, was nicht gesagt wird. Für so eine Kurzbeschreibung besteht nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen. Die Frage ist jetzt, was wählt man aus? Was bildet die Realität ab und was nicht? Der Trick ist, es wird auch keine Angabe dazu gemacht. Der Spiegel zitiert jetzt irgendjemand, der das gesagt hat, Körperöffnungen möglichst dicht halten. Aber ist das exemplarisch für die 35.000 Leute? Sagen die das alle? Meinen die das alle? Ich habe da meine starken Zweifel. Vor allem kann man aber sehr starke Zweifel daran haben, dass aus Kanaldeckeln heraus Geheimimpfungen verabreicht werden sollen. Dass das die Mehrheit der 35.000 Leute sagt. Und dass das ein relevanter Teil der Leute sagt. Der Spiegel weiß ganz genau, dass die relevanten Teile in so eine Artikelbeschreibung reinkommen. Und nimmt billigend in Kauf, dass die Mehrheit der Leser denkt, dass das so sei, dass die Leute so seien. Das heißt, der Spiegel führt hier die Leute bewusst in die Irre. Viele werden sich jetzt denken, okay, aber es ist doch klar, die Medien überzeichnen, der Spiegel überzeichnet. Wir wissen natürlich, es ist nicht so. Aber das Teuflische ist, auch wenn man weiß, wenn man logisch weiß, dass es nicht so ist, wenn man es liest, es prägt sich im Unterbewusstsein ein. Es setzt sich fest. Es wird eine Verknüpfung geschaffen zu den Demonstranten. Man sieht die Demonstranten zu einem bestimmten Grad so. Und je mehr das sagen und je öfter es wiederholt wird, desto mehr setzt es sich fest. Wobei hier der Spiegel aus meiner Sicht etwas zu weit gegangen ist. Die Welt hat sich auch deutlich zurückgehaltener geäußert, hat über die Demonstration nicht so offensichtlich hetzerisch berichtet wie hier der Spiegel. Aber auch hier der Spiegel hat einen Trick angewendet. Der Artikel ist eingebettet. Wenn wir uns den Artikel links anschauen, er wirkt relativ normal. Und rechts der Artikel, das ist, naja gut, das ist halt so typisch, dass die Leute sich impfen sollen, das verbreitet der Spiegel ja die ganze Zeit. Jedenfalls haben wir hier zwei Artikel, die nicht so hetzerisch sind, die noch einigermaßen normal wirken, für Spiegelverhältnisse. Und dazwischen setzen sie diesen Artikel rein, sodass also der Nutzer denkt, ich habe hier meine normalen Nachrichten. Und wenn wir uns jetzt den ersten Teil angucken, den ich nicht markiert habe, dann liest es sich auch erst normal. Und dann kommt unten, so scheinbar beiläufig, dieser Teil mit den Geheimimpfungen, die verabreicht werden sollen. Was nichts anderes ist, als die Leute lächerlich zu machen. Eine Verächtlichmachung auf unterstem Niveau, meiner Meinung nach. Auffällig ist auch die Formatierung des Artikels. Es ist keine große Überschrift, sondern es ist so ein kleiner, hässlicher Artikel, so ein bisschen beiläufig. Es ist nicht so wichtig. Das heißt, da demonstrieren 35.000 Leute, aber es ist halt irgendwie bei den Nachrichten dabei. Es ist unwichtig. Und auf die gleiche Weise wird ja auch über die AfD berichtet. Es ist immer das gleiche Schema. Es wird so klein gehalten, das heißt, es ist irrelevant. Die AfD ist irrelevant, hier diese Demonstration ist auch irrelevant. Und dann haut man noch möglichst hart drauf.
macht aus einem blauen Bild ein rotes Bild, in dem man hier auch von Nazis und Querdenkern redet, wo auch wieder eine Verbindung geschaffen wird. Das ist auch typisch. Es wird eine Verbindung geschaffen zwischen diesen beiden Begriffen, wodurch wiederum eine Verknüpfung hergestellt wird. Und mit diesen beiden negativ konnotierten Begriffen, Querdenken ist ja auch längst versaut, der Begriff, genau durch diese Methode, und dann werden diese 35.000 Volt damit reingezogen. Und insgeheim löst es auch bei den Leuten Angst aus, weil sie sehen, okay, diese 35.000, es sind Nazis. Ich möchte nicht so dastehen, ich möchte nicht so sein. Es jagt Angst ein. Die Leute bekommen Angst. Es ist das typische Mittel von Extremisten, mit Angst und Diffamierung zu arbeiten, mit Verächtlichmachung. Es erinnert auch an das typische Schulmobbing, wo Leute ausgelacht werden, verächtlich gemacht werden. Was kann man nun dagegen tun? Auf dieser Demonstration ist auch wieder auffällig, dass die Regierung im Mittelpunkt steht. Die Politik. Dabei sind die Medien das Hauptproblem, wie sie diese Demonstration transportieren. Dadurch überhaupt wird erst eine Stimmung geschaffen, die diese Politik möglich macht. Das heißt, die Wurzel allen Übels, bei Corona, bei allen möglichen Themen, es sind immer die Medien, die die wahren Herrscher sind. Wer etwas verändern will, der muss sie entmachten, muss sie in erster Linie attackieren. Der Spiegel, er muss geframed werden für das, was er macht. Das Problem ist, dass viele die Methoden nicht greifen können, weil sie sich mit den Medien auch nicht auseinandersetzen. Aber genau das, was die Medien machen, damit muss die AfD sie konfrontieren oder Querdenken oder wer auch immer. Und darf sie nicht als neutrale Instanz davonkommen lassen. Davor haben die Leute ja Angst. Die Medien sind die neutrale Instanz, und wenn ich jetzt die Medien angreife, dann bin ich weinerlich, dann kann ich mit der Berichterstattung nicht umgehen. Den Eindruck wollen dann die Medien erwecken. Dem muss man sich präzise und mutig entgegenstellen, wenn man etwas verändern will. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was euch noch an dem Artikel aufgefallen ist, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.